Menschen, Flüchtlinge, Menschen aus anderen Ländern, die in Not sind, sozusagen als hybride Waffe einzusetzen. Menschen aus anderen Ländern, die in Not sind, sozusagen als hybride Waffe einzusetzen. Merkel weiß um die Kriegslist, der Mensch in Not als Waffe. Sie spricht da von hybrider Kriegführung. Sie sprach gestern mit Putin und war in Moskau für Gespräche. Und aus der Konferenz, da möchte ich ein paar Dinge referieren. Hallo, mein Name ist Jürgen Felger, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Ja, es geht um Afghanistan und die vielen Hilfskräfte, die jetzt nach Hause geholt werden sollen. Also Afghanen, die Deutschen oder den NATO-Truppen oder wem genau angeblich geholfen haben. Ja, das klingt interessant, aber wie passt das dann zusammen, wenn Merkel sagt, dass sie Entwicklungsaktivitäten fortsetzen will? Also Entwicklungsaktivitäten fortsetzen. Das heißt, sie gibt den Taliban Geld einerseits, und da wird die UNO noch mit eingeschaltet, und das sind weiter Entwicklungskräfte vor Ort, die aber eigentlich evakuiert werden sollen. Und jetzt werden weitere Menschen vor Ort geschickt, um sie zu evakuieren hinterher. Oder wie kann ich das verstehen? Also ich finde das sehr, sehr widersprüchlich, und dass dieser ganze Afghanistan, ja, diese ganze Geschichte in Afghanistan mit der Übernahme der Taliban nun zurück. Also das wirkt schon sehr seltsam, insbesondere wenn man bedenkt, dass hier, ja, wie soll man sagen, Warnungen im Vorfeld vorhanden waren und jetzt die Taliban reichlich Waffen, man kann gar nicht sagen, erbeutet haben, denn irgendwie waren hier, ich meine, in Milliarden wert, ob Dollar oder Euro, hier zurückgeblieben. Also das wirkt schon sehr, sehr, sehr befremdlich. Und gestern bei der Pressekonferenz von Wladimir Putin und Angela Merkel war das Thema Afghanistan sehr im Fokus, auch andere Dinge. Und da war noch eine Analyse von Gottfried Curio von der AfD, der davon gesprochen hat, dass auch diese Rückführung angeblicher Afghanistan-Helfer so wenig Kriterien hat. Also man hat so kaum Kriterien, dass zum einen, und zum anderen sind diese Kriterien nicht, werden die nicht nachgeprüft. Nachprüfbar wären sie, ja, aber sie werden nicht nachgeprüft. Und dann war noch das Thema Naturkatastrophen. Jede Naturkatastrophe ist ein Zeichen des Klimawandels oder der Veränderung. Also jedes Mal, wenn irgendwo ein Hochwasser ist oder ein Erdbeben, dann ist das immer Klimawandel. So muss man die noch Kanzlerin verstehen. Und wo ich beim Thema noch Kanzler bin, da sagte Putin, die Position als Bundeskanzlerin werde sie verlassen. Also er sagte das so, den Abgang, den angeblichen, sie wird die Position als Bundeskanzlerin verlassen. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie die Politik verlassen wird. Ich tippe ja mal auf den Generalsekretär Posten, und das würde bedeuten, also der UNO, und sie hat ja in ihrer Amtszeit sehr mit und für die UNO gearbeitet, also setzt sie ihre Aktivität kontinuierlich fort dann als Generalsekretärin der UNO. Das ist jetzt meine Spekulation, nichts bekannt darüber. Ja, und jetzt im Nachgang bekommt ihr die entsprechenden wichtigsten Schnipsel der Pressekonferenz, die insgesamt eine Dreiviertelstunde gedauert hat. Ich habe es jetzt hier für euch analysiert und die wichtigsten Dinge herausgelesen.
ein paar Themen habe ich ausgespart, wie Libyen und so weiter. Wen das interessiert, der müsste dann die komplette Konferenz sich anschauen. Alle Links hier zu dem Thema, die erhältst du unter diesem Video. Danke erstmal, bis dahin, tschüss. Dieser Besuch von Frau Merkel hat einen besonderen Charakter, und zwar dadurch, dass nach den im September bevorstehenden Bundestagswahlen in der Bundesrepublik hat sie vor, den Posten der Bundeskanzlerin zu verlassen. Wir kennen Afghanistan, wir kennen gut, wir haben uns vergewissert darin, wie dieses Land aufgebaut ist und wie unnötig es ist, zu versuchen, ungewöhnte Formen der staatlichen Verwaltung diesem Land aufzuzwingen. Alle solche sozialpolitischen Experimente, sie waren nie mit Erfolg gekrönt und sie führen nur zur Zerstörung des Staates, zum Verkommen des politischen und sozialen Systems. Dabei sehen wir, dass die Taliban bereits erklärt haben, dass die Kampf Verhandlungen eingestellt werden. Sie haben begonnen, die öffentliche Rechtsordnung aufzubauen. Sie haben versprochen, die Sicherheit von ausländischen Bürgern und diplomatischen Missionen zu garantieren. Hoffentlich wird das alles auch umgesetzt. Dieser Prozess soll aufmerksam verfolgt werden von der internationalen Gemeinschaft mit der koordinierenden Rolle des Sicherheitsrates der UNO. Noch ein Punkt. Unserer Meinung nach ist es jetzt besonders wichtig, nicht zuzulassen, dass Terroristen verschiedener Art in die Nebenländer von Afghanistan geraten, unter anderem auch als... Ich habe darüber informiert, dass für uns aus deutscher Perspektive im Augenblick Vorrang hat, Menschen, die für Deutschland in den 20 Jahren des Militäreinsatzes der NATO gearbeitet haben, afghanische Bürger einen sicheren Aufenthalt in Deutschland bekommen sollen, und dass wir alles daran setzen, in den nächsten Tagen möglichst viele von diesen Menschen noch nach Deutschland zu bringen. Und ich habe auch darum gebeten, dass Russland in den Gesprächen mit den Taliban darauf hinweist, dass eine Zusammenarbeit auch in humanitären Fragen mit den Taliban, auch mit UN-Organisationen in Afghanistan, dann besser möglich ist, wenn natürlich auf der anderen Seite auch aus unserer Perspektive die Menschen, die uns geholfen haben, in den Jahren, die der Bundeswehr, der Bundespolizei, den Entwicklungsorganisationen geholfen haben, eine Möglichkeit bekommen, das Land zu verlassen. Ich habe im Zusammenhang mit Belarus darauf hingewiesen, dass ich aufs Schärfste verurteile, Menschen, Flüchtlinge, Menschen aus anderen Ländern, die in Not sind, sozusagen als hybride Waffe einzusetzen, im Blick auf die belarussisch-litauische Grenze. Wir haben natürlich auch über die Herausforderungen des Klimawandels gesprochen. Russland und Deutschland sind beide von schweren Naturkatastrophen heimgesucht. Russland in ganz besonderer Weise im sibirischen Bereich, im jenseits des Nordpolarkreises. Wir verfolgen das, diese schrecklichen Herausforderungen auch für die Menschen. Und wir sind deshalb überzeugt, dass wir für den Klima oder für den Kampf gegen den Klimawandel natürlich auch eng zusammenarbeiten sollten und müssen. Und das gilt natürlich auch für andere internationale Fragen. Sie wissen wahrscheinlich, dass jetzt Russia Today zum Start auf Deutsch sich vorbereitet. Leider ist es so, dass die deutschen Behörden verschiedene Hindernisse dagegen aufbauen. Zunächst wurde den deutschen Banken empfohlen, die Konten von der RT-Gruppe zu schließen und nicht zu eröffnen. Jetzt, und das ist eine offene Information, darüber schreiben die deutschen Massenmedien, jetzt üben die deutschen Behörden Druck auf die luxemburgischen Behörden, damit sie keine Lizenz für Sendung an RT erteilen. Frau Bundeskanzlerin, bitte helfen Sie uns mit der Wortfreiheit. Jetzt muss man versuchen, mit ihnen zu reden und darauf hinzuwirken, dass die, die in ihrem Leben bedroht sind und die für Deutschland zum Beispiel gearbeitet haben, das Land verlassen können und dass ansonsten wir bestimmte Aktivitäten der Entwicklungszusammenarbeit auch fortsetzen, denn Deutschland hat hier sehr viel in der Wasserversorgung, in der Elektrizitätsversorgung, in der Poliobekämpfung gemacht. Es wäre sehr, sehr traurig, wenn das dem afghanischen Volk in Zukunft nicht wieder zugutekommen könnte, sodass ich hoffe, dass inklusive Strukturen gefunden werden können, aus denen heraus dann auch Afghanistan für sich selbst seinen Weg findet und sucht und wir gleichzeitig den Terrorismus nicht wieder als eine internationale Bedrohung haben. Was RT anbelangt, so hat Deutschland, das haben wir Ihnen auch schon des Öfteren gesagt, keinerlei Druck auf Luxemburg ausgeübt und auch die Entscheidung über die Zulassung in Deutschland wird unabhängig von der Regierung und von
schon gar der Bundesregierung, aber auch von den Landesregierungen geführt. Dieser Prozess ist ja im Gange. Und insgesamt Volumen und Qualität unserer Beziehungen haben sich natürlich sehr stark verbessert. Und ich möchte. Das zeigen aber auch unsere geschichtlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland, die sehr vielgestaltig mit den schlimmsten Tiefen und guten Zeiten war. Insgesamt muss ich sagen, in meiner Amtszeit haben sich sicherlich die politischen Systeme von Deutschland und Russland noch einmal weiter auseinanderentwickelt. Das heißt. Bitte die Unterstützungsmöglichkeiten beachten. Herzlichen Dank.